Jo Leute, herzlich willkommen zu einem Trouble 9 Video. Trouble Just for Fun heißt die Serie, die wir hier machen werden. Just for Fun aus einem einfachen Grund, weil man mit Spaß am besten lernen kann. So, und ja, ich habe ja ein Projekt, was ich derzeit euch zeigen wollte, an dem ich arbeite. Ich habe um über 4 Wochen mich jetzt selbst eintrainiert durch auch 4 verschiedene Schulungen. Bestätigung bekommen, dass das so und so funktioniert. Ne? Also Schulungen habe ich mir jetzt nicht so angeschaut, so, sondern ich habe alles erst gelernt und dann die Schulungen reingezogen, ob das stimmt. So, bei Trouble 9 ist es ja so, dass es da sehr wenige Videos gibt. Weltweit bin ich dann der Einzige mit diesen Videos. Hey, und ja, let's go! Also was wir erstmal machen, wir machen ein Taxonyme. Und wir haben Also wir haben einige Module installiert, damit wir das machen können, was wir jetzt in diesem Just for Fun machen. Und wenn du mehr wissen willst, dann einfach in die Kommentare reinschreiben, dann kann ich dir ganz genau sagen, welches Modul ist das, damit du diese Funktion haben kannst. So, let's go. Also wir haben erstmal diese Taxonyme. Taxonyme sind im Endeffekt Kategorien. Und wir haben erstmal so eine Hauptstruktur. Das ist nur für uns. Das sehen nur wir. Okay? Und ich habe jetzt mal hier schon mal Begriff auf Listen geklickt, um zu sehen, okay, da ist nichts. Und ich habe ja schon mal etwas eingerichtet. Okay, also wir machen erstmal Begriff hinzufügen und machen BGB. Und wir möchten eine Seite machen, die ein bisschen es einfacher macht, die Gesetze zu verstehen. Diese Seite wird nicht so wie jura.com oder Gesetze oder vom Bundesministerium, sondern die Seite wird dann tatsächlich etwas einfacher. Dann nehmen wir uns natürlich ein bisschen Hilfe von Buzzer. Ihr dürft nicht vergessen, Gesetze an sich sind nicht kopiergeschützt, weil es ist ja für allgemein Vollgült. Das heißt, da können wir einfach Sachen und die Begriffe rüber kopieren. Ja, also das Wort wirkliches Gesetzbuch, das ist nicht patentiert oder so, sondern wirkliches Gesetzbuch heißt halt so. Und da haben wir auch mal BGB und da haben wir das mal ausgeschrieben, wie es heißen sollte. Da haben wir das so eingestellt, dass wir da jetzt das einfach nochmal einschreiben, da haben wir das Feld. Und wir möchten natürlich jedes Kürzel aufschreiben, denn ein Laie weiß nicht, was BGB heißt. Okay? Die meisten Laien sagen, oh, what the fuck, was ist das? Und das heißt wirkliches Gesetzbuch. So, dann haben wir hier bei Trouble die Publisher, die Funktion muss immer an sein, weil wir wollen ja das schon, das ist ein bisschen blöd erklärt. Publisher bedeutet nichts einfach so, Taxonyme schon, den Reiter schon, also die Kategorie schon veröffentlichen, also aktivieren, denn wir werden sie später bei den Erstellung von Inhalten gebrauchen. Dann automatische URLs erzeugen, das haben wir auch natürlich, das macht automatisch, das müssen wir uns auch nicht drum kümmern, bitte. Ganz, ganz wichtig, das Path-Auto-Modul runterladen, das ist eine Verlinkung in der Beschreibung, das ist sehr wichtig, weil Sernzeit ihr erledigt, denn ohne Path-Auto geht es nicht. Dann haben wir Beziehungen. Beziehungen machen wir in der Hauptebene und machen einfach Speicher und zur Liste gehen. Okay. So, dann haben wir eine Liste und haben unsere erste Kategorie erstellt. BGB. Jetzt fügen wir eine weitere hinzu, denn es gibt ja auch, wie wir da auf Start gehen, mehrere Sachen, wie zum Beispiel GG. Das GG steht für Grundgesetz. Kein Laie kann damit was anfangen. Und deswegen heißt es Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. So, gibt einige Leute, die fragen sich, Andi, wie ist denn das eigentlich? Da steht eigentlich Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, aber das ist aber nur GG. Das ist richtig, aber Buzzer hat es richtig ausgeschrieben, denn es ist zwar das Grundgesetz, aber niemand weiß für was. Das heißt für wen, für wen gilt das. Und deswegen wurde es ausgeschrieben für die Bundesrepublik Deutschland. Ja, normalerweise heißt GG nur Grundgesetz. Das muss einem klar sein. So, was können wir jetzt machen, wenn das nur eigentlich Grundgesetz heißt und nicht für die Bundesrepublik Deutschland? Weil Buzzer hat es nur erweitert, weil der Kürzel heißt wirklich nur Grundgesetz. Wir machen das nicht mit rein, weil jeder Mensch, der noch so schlau ist, kann ja den Anfang lesen von einem GG. Und wenn wir auf die 1 gehen, dann steht drin die Grundrechte, okay, erster Abschnitt, und hier steht drin Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, Zivilrechtsachtung, bla 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 bla. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und für seine Menschenrechte als Grundlage jeder Menschen, bla bla. Ja. Die nachfolgenden Grundrechte bin Gesetzgebung, falls zum Gewaltrechtspunkt als bla bla.
Aber steht schon deutsches Volk, jeder hat das, ne? Und dann kann man sagen, okay, das hat was mit Deutschland zu tun. Ne? Also jeder Mensch weiß das. Wir machen also nur Grundgesetz rein und machen auch hier eine Beziehung. Beziehung ist eine Hauptebene, ganz klar, ist keine Subkategorie, weil jedes hier steht für sich selbst. Das Grundgesetz steht für sich selbst. So, wir werden speichern. Und dann können wir statt zur Liste gehen, wenn wir speichern, weitermachen. Unsere Kategorieerstellung. Und was haben wir noch? Da haben wir einmal haben wir AGB. Ja, das ist das Handelsgesetzbuch. Und dann machen wir einfach einmal AGB rein. Und dann kopieren wir uns ins Browser. Und dann Handelsgesetzbuch. So. Und dann machen wir erstmal Speichern, ne, wieder mal, und dann geht's weiter. Und dann gehen wir auf Start. Und dann sagen wir uns, hey, was können wir da noch so mit einbauen, ne, weil die Gesetze gibt's viele. Und nicht jedes Gesetz ist dann, wenn wir jetzt durchnehmen, weil es sind sehr viele Gesetze. Ich weiß zwar sehr viele, aber kein Mensch weiß alle Gesetze. Ne? Unmöglich. So, dann machen wir das DGB und hauen wir einfach noch mit rein, Strafgesetzbuch. Mal hier könnte man logisch fragen, hey, wieso haben sie da nicht hier reingebaut, Strafgesetz für Deutschland? Ja. Von daher, so, Hauptebene passt. So, jetzt gehen wir zu unserer Taxonomie. Jetzt sehen wir hier unsere Gesetze und dieses Menü, das muss ich eben klar sein, dieses Menü, was du hier siehst, das ist nur für dich. Nur du als Admin siehst, das hat nichts mit Inhalt zu tun. Und das ist nur für dich, das ist eine Grundstruktur, dass du weißt, wenn du auf Begriffe auflisten gehst, ha, okay, da habe ich die Begriffe. Und jetzt ist wieder die Frage aller Fragen. Du hast ja eine Liste, aber du hast in dieser Liste etwas nicht, und zwar die Beschreibung. Und die Beschreibung, die ist wiederum wichtig. Und die kannst du machen. Das heißt, hier haben wir die Felderverwaltung, und hier haben wir Formularanzeige. Und wenn du eine Beschreibung haben willst, dass das auch hier so erscheint in der Liste, du sagen kannst, hey, da habe ich eine Beschreibung, dann kannst du das schon machen. Diese Beschreibung ist dann nur für dich. Ist ganz wichtig, das verstehen viele falsch. Ich habe das aber weggelassen, also im einfachen Aspekt, weil ich das weiß. Ja? Weil ich Admin bin, ich weiß, um was das hier geht. Jeder weiß, dass der Admin ist, um was seine Sachen geht. Und ich lasse niemanden anderen, also außer mich. Wenn du ein Admin bist und der ganze Chef von dem ganzen Mist, den du machst, dann brauchst du niemanden, das zu wissen. Dann weißt du nur für dich selbst. Aber du kannst es machen, falls du einen zweiten hast, der Admin ist, und du erklärst es demjenigen. Ja? Also wie gesagt. So, wir haben das erstmal gemacht. Und wir haben hier ausgeschrieben auch gemacht. Ne? Wir haben da unsere Liste. Und jetzt haben wir hier einmal Edit, also und Delete, ne, so die Sachen offen sind. Und jetzt haben wir hier einmal Anzeige verwalten. Bei Anzeige verwalten, da können wir ganz genau sehen, wie das jetzt sein soll. Also Beschreibung, ausgebildet, Default, da können wir ein Format machen, können wir also Formate aussuchen und dann ausgeschrieben oberhalb. Ne, da können wir auch machen, ausgeblendet, ne? Und dann können wir auch die Default machen. Ja, wir können da uns dann so gewisse Sachen aussuchen, die wir möchten, vom Format her. Wir lassen das einfach erstmal auf Default. Und Layout-Bilder können wir für Taxonomie auch verwenden, brauchen wir aber nicht. Aber theoretisch könnten wir das machen. Dann können wir sagen, hey, aber das passt jetzt soweit, sonst wird es wieder ein bisschen zu viel. Also, lange Rede, kurz Sinn, so erstellst du Kategorien. Und jetzt gehen wir zum nächsten Thema und das ist halt Inhaltstypen. Und das siehst du dann im nächsten Video.